Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern jetzt das Jahr der Barmherzigkeit. Und auch dieses heutige Evangelium offenbart uns neuerlich das unfassbare Erbarmen Gottes. Gott kommt uns nahe in seinem Sohn Jesus, dem Sohn Gottes, der für uns Mensch geworden ist. Heute haben wir gehört, wie er im Haus des Pharisäers zu Gast ist. Bestimmt wird er von seinen Gastgebern ganz argwöhnisch beobachtet. Man versucht ihn einer Sünde zu überführen, ihm den Gesetzbruch nachzuweisen. Und zudem kommt noch eine stadtbekannte Sünderin zu ihm. Die Pharisäer sind ganz ängstlich, was darauf bedacht, nur nicht mit einem Sünder in Berührung zu kommen. Jesus ist ganz anders. Er lässt sich berühren von dieser Frau. Er sieht nicht so sehr auf das Äußere, sondern er schaut, weil er Gott ist, hinein ins Herz. Ja, Gott, er erforscht Herz und Nieren, so heißt es schon in der Schrift. Er lässt sich nicht täuschen von Äußerlichkeiten. Er ist vorurteilslos. Er schaut auf unsere Gesinnung, so wie er bei dieser Frau im heutigen Evangelium auf ihre Gesinnung der Reue, der Umkehr geschaut hat. Die Frau weint. Sie ist sich ihrer Sünde, ihrer Sündhaftigkeit bewusst. Und das Kostbarste an ihr ist diese aufrichtige Reue, diese Ehrlichkeit des Herzens. Die Pharisäer meinen, sie könnten über andere Menschen urteilen. Sie meinten, besser, vollkommener, heiliger zu sein als andere. Wir aber wissen heute mehr denn je, wir sind alle arme Sünder. Wir haben nicht das Recht, über andere zu urteilen, über die offensichtliche Sündhaftigkeit anderer Menschen. Auch wir müssen bekennen, dass wir immer wieder versagen. Wir können uns nicht auf unsere Verdienste, auf unsere Rechtschaffenheit berufen. Gott kennt auch unser Herz. Er kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Er kennt unser Versagen, unsere Schuld, unseren Mangel an Liebe, an Hingabe, an Glauben und Vertrauen, unseren Mangel an Demut. So wollen auch wir heute neu zum Herrn kommen, mit einem reumütigen Herzen, ähnlich wie die Sünderin im heutigen Evangelium. Denn das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein demütiges, ein reumütiges und zerschlagenes Herz wird der Herr nicht verschmähen. Er nimmt es an als eine wohlgefällige Opfergabe. Ja, der Herr möchte nicht so sehr unser Äußeres tun. Er möchte vielmehr unser Herz. Er möchte unsere Liebe, unsere Aufrichtigkeit, unser ehrliches Bemühen, auf ihn zu hören, ihm nachzufolgen, seine Gebote zu halten. Jesus sagt einmal, wer eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ja, Gott schaut auf unser Herz, auf unsere Gesinnung. Aber er schenkt auch Vergebung.
Das ist unsere Freude, unsere Hoffnung. So kommen wir voll Zuversicht zum Herrn, in gläubigem Vertrauen, dass er die Barmherzigkeit ist, dass er die Schuld vergibt, besonders auch im Bußsakrament, im Sakrament der Beichte. Begegnet uns der Herr in seinem Erbarmen, im Sakrament der Barmherzigkeit, um uns zu befreien von aller Schuld, um uns neu sein göttliches Leben zu schenken. Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns neu erfüllt mit seinem Geist, dass er uns neu stärkt mit seiner Gnade, damit wir Zeugen sein können für sein Erbarmen, Zeugen seiner barmherzigen Liebe für unsere Mitmenschen, damit wir nicht in Begierde nur das Materielle suchen, nur das, was irdisch ist, damit wir nicht wie im blinden Wahn nur dem Geld und dem Besitz nachjagen und vergessen, wo unsere wahre Heimat und das Ziel unseres Lebens ist, worin der Sinn unseres Lebens besteht, nämlich Gott zu verherrlichen, seine Freude, sein göttliches Leben zu empfangen, seine Liebe und Barmherzigkeit weiterzuschenken. Möge Maria uns Fürsprecherin sein, sie, die Mutter aller Glaubenden, die Mutter der Barmherzigkeit und Mittlerin aller Gnaden, damit sich auch an uns ja dieser Lobgesang in ihrem Magnificat erfüllt. Gott stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er beschenkt die Hungernden mit seinen Gaben und lässt jene, die sich reich dünken, vor Gott leer ausgehen. Er nimmt sich uns an, er schenkt uns sein Erbarmen. Er schenkt uns seine Nähe, sein Heil, seine Vergebung, seine Freude, immer wieder neu. Amen.